Das sind die LTV-Themen vom Freitag. Schule trifft Kunst, Hans Scheuerecker coacht Gymnasiasten. Technik fürs Leben, das Orthopädie- und Reha-Team Zimmermann. Und wer rastet, der rostet. 99 Jahre und kein bisschen leise. Mehr dazu sehen Sie hier gleich im Anschluss. Musterküchen im Sonderkontingent. Jetzt und nur im Möbelzentrum Großräschen. Sparen Sie bei dieser Aktion bis zum halben Preis. Wir suchen 50 Häuser und Wohnungen, die wir mit Musterküchen zu Sonderpreisen ausstatten dürfen. Dabei geben wir Ihnen in Abstimmung mit der Industrie die Möglichkeit, eine von 50 Musterküchen zu außergewöhnlich günstigen Konditionen zu erwerben. Jede dieser Küchen wird individuell nach Ihren Wünschen geplant und mit modernsten Elektrogeräten ausgestattet. Wir benötigen anschließend lediglich ein Foto Ihrer neuen, fertig montierten Küche für unsere Abrechnung. Warten Sie nicht zu lange. Das Kontingent ist begrenzt. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Freitag. Sicherlich haben Sie sich auch schon mal über das eine oder andere Graffiti an den Wänden oder Mauern unserer Stadt geärgert. Bei aller Kritik daran sind diese Malereien aber doch ein Beleg dafür, dass sich junge Leute in zeitgemäßer Form künstlerisch verwirklichen wollen. Warum also diesen Drang nicht mal für etwas wirklich Sinnvolles nutzen? Diese Schüler des Humboldt-Gymnasiums haben ihre Cafeteria mit professioneller Unterstützung in ein kleines Kunstwerk verwandelt. Gemeinsam mit den Künstlern Hans Scheuerecker und Mona Höke entstanden so vier große Wandbilder. Gestern wurden die Werke durch Schulleiter Jürgen Wagner offiziell eingeweiht. Ich finde das Endergebnis gut. Es sieht auf jeden Fall sehr viel schöner aus als vorher. Und es ist schön, dass das alles so farbenfroh ist und auch verschiedene Motive. Ein paar Sachen hätte ich anders gemacht, aber das war ja eben so, dass jeder das selber entscheiden konnte, wie er seine ihm zugeordnete Fläche ausmalt. Und so ist das halt spiegelt halt alle Schüler wieder sozusagen, die mitgemacht haben. Die Bilder wurden im Rahmen eines Kunstprojektes angefertigt. Ziel war es, die Schüler zu mehr Kreativität anzuregen. Außerdem sollte die dunkle und graue Kantine verschönert werden. Vier Tage haben die Künstler mit den Schülern gebraucht, bis das Ergebnis dann so aussah. Man lernt natürlich immer an dieser Unvollkommenheit von jungen Leuten. Wir arbeiten sonst auch gern mal, Frau Höke und ich, mit Dreijährigen. Das macht auch großen Spaß, auch mit denen malen wir große Bilder. Aber hier ist es natürlich durch die ganze konkrete Formgebung ein Prozess auch für uns, wie Schüler die Gegenstände, auch die wir hier vorfinden, abstrahieren. Ja, großartige Nummer. Finanziell wurde das Kunstprojekt durch die AFA und die Urologie Helke unterstützt. Über 3000 Euro wurden in die Verschönerung gesteckt. Die Umgestaltung der Kantine soll aber nicht nur das Essen schmackhafter machen, sondern auch das Lernumfeld verbessern. Ja, und wenn das so ist, dann wird es im Humboldt-Gymnasium zukünftig sicher nur noch gute Noten geben. Dass der Wunsch, sich künstlerisch auszudrücken, nicht an irgendein Lebensalter gebunden ist, zeigt der folgende Beitrag. Ganz im Gegenteil, wer rastet, der rostet. Und das wollte sich nun wirklich keiner der Mitwirkenden an der gestrigen Talentshow nachsagen lassen. Wer bislang geglaubt hat, Rentner haben keine Hobbys und gehören zum alten Eisen, wurde gestern Nachmittag eines Besseren belehrt. Denn im Brandenburger Hof fand zum vierten Mal der Tag der Seniorentalente statt. Organisiert vom Cottbusser Ortsverband des Brandenburgischen Seniorenverbandes zeigten hier wieder rüstige Damen und Herren, dass das Leben jenseits der 65 plus nicht langweilig sein muss. Zwar geht es bei der Kreativgruppe der Volkssolidarität etwas ruhiger zu, dennoch wird hier mit heißer Nadel eine flotte Masche gestrickt. Getreu dem Motto, zwei rechts, zwei links, zwei fallen lassen, entstehen so witzige und auch ansehnliche Objekte. Da lohnt es sich durchaus der Erfahrungsaustausch. Die richtige Stimmung kam aber nebenan auf. Bruder Ignatius sprach hier keinesfalls die letzte Ölung, sondern nur den guten Segen zur Veranstaltung. Und dass es im Alter nicht nur ruhig sein muss, bewiesen die Damen beim Line Dance. Die eine oder andere Schrittfolge für die nächste Gartenparty war hier bestimmt dabei.
Den Spruch, fit bis ins hohe Alter, besingt ja so manche Kranken- und Rentenkasse. Doch was, wenn es wirklich so ist? Fritz Werner vom Seniorenheim Merzdorfer Weg ist traumhafte 99,5 Jahre alt. Und er hat noch immer den Schalk im Nacken. Seine Lebensweisheiten brachten den Gästen sogar die Freudentränen ins Gesicht. Im Alter muss oftmals passen. Das geht schon los beim Wasserlassen. Früher war das Zuckerlenken. Heute trifft es nur ins Bett. Nachts, da muss man selber rennen. Langsam fängt es an zu brennen. Man hält es Schmerzen nicht mehr aus, muss man das Krankenhaus. Dr. Fenske schreibt mir, das ist fein, einen Überweisungsschein. Im Teamhaus sind die Experten da, verkleidern mir die Prostata, vorüber ist die ganze Qual, wie früher läuft der Wasserstrahl. Sie sind 99,5 Jahre alt. Wie machen Sie das? Warum? Sind Sie fast? Ich habe mich gut gehalten. Man braucht immer bloß Luft zu holen. Kann nichts passieren. Haben Sie so einen Geheimtipp für all die anderen in Ihrer Altersstufe? Eigentlich nicht. Ich könnte sagen, ich habe völlig normal gelebt. Ich habe das Glück, dass die Eltern hohes Alter erreicht haben und dann auch das in die ganze Familie bei uns, Söhne, Enkelkinder, alles gesund ist soweit. Und macht mir vor allen Dingen Freude, dass ich in meinem hohen Alter alles noch erleben kann. Also. Was haben Sie sich denn für die nächsten 100 Jahre vorgenommen? Noch keinen Sorg. Noch immer flott auf der Mundharmonika spielte mit 89 Jahren Kurt Borisch. Zusammen mit seiner Tochter brachte er mit Gesang und Musik die Damenwelt zum Schunkeln. Und Rhythmus im Blut hatte auch die Tanzgruppe, die Lollipops der Cottbuser Volkssolidarität. Und eines steht bei diesen Bildern fest. Über das Älterwerden brauchen sich diese Senioren jedenfalls keine Sorgen zu machen. Ja, einfach schön, wenn Mann oder Frau in diesem Alter noch so gut drauf sind. Aber natürlich kann das Alter auch Probleme mit sich bringen. Manches Körperteil will einfach nicht mehr so wie in jungen Jahren. In der Vergangenheit hat sich aber im Reha-Bereich einiges getan. Viele Cottbusser wollten sich heute Vormittag selbst einmal ein Bild machen, was auf diesem Gebiet alles möglich ist. Seit nun 13 Jahren ist das Orthopädie- und Reha-Team Zimmermann am Seegraben in Großgarlow zu finden. Aktuell sind hier 60 Leute angestellt. Alle waren natürlich auch heute dabei, als sich das Team Patienten und Kunden präsentierte. Und zu sehen gab es dabei viel. Hier werden Leistungen in den Bereichen Orthopädie, Reha-Technik, Prothetik bis hin zur Patientenversorgung angeboten. Und das alles unter einem Dach. Das ist im letzten Jahr übrigens auch größer geworden. Hier entstand nämlich ein zweites Obergeschoss. 600 Quadratmeter an zusätzlicher Fläche wurden so geschaffen. Um Orthopädie und Reha-Technik auf einem zeitgemäßen, modernen Niveau betreiben zu können, braucht man einfach eine gewisse gerätetechnische Ausstattung. Man benötigt Räume für die Anproben und das war alles zu eng. Das konnte man so keinem mehr dauerhaft anbieten. So können alle Bereiche noch effektiver arbeiten. In der Werkstatt entstehen zum Beispiel neue High-End-Prothesen, die für den Kunden individuell gefertigt werden. Was ja irgendwie gefühlt werden musste. Sondern wenn der Patient wirklich läuft, kann bei jedem Schritt wird die Fußspitze angehoben, dass man sauber durchschwingen kann, was wir ja auch machen beim Laufen. Wir heben ja, ohne dass wir das was mitkriegen, die Fußspitze an, was bei den herkömmlichen Füßen nie gegeben war. Und dann musste man früher die Prothese immer ein bisschen kürzer machen, damit die Leute beim Durchschwingen, die Patienten nicht hängen bleiben mit der Fußspitze. Und das macht jeder Fuß, der passt sich eben der Bewegung an und hebt und senkt seine Fußspitze aktiv. Um neueste Technik ging es auch in der Hausmesse. 40 Aussteller aus der Industrie haben sich hier vorgestellt. Dabei waren auch Sport und Fitness ein Thema. Biathlon-Nationalmannschaft Frauen trainiert seit 3 Jahren mit diesen Dingern im Sommer. Weil ja das Steppen praktisch, die Armkraft, nicht, Beinkraft und Konzentration, Abfahrt, die fahren ja manchmal 60, 70 km/h einen Berg runter. Und das schaffe ich mit dem Gerät auch, wenn ich gut trainiert bin. Nach den langen Umbauarbeiten begann heute für das Orthopädie- und Reha-Team Zimmermann ein neuer Teil der Firmengeschichte. Mit den neuen Räumen könne man die Arbeitsbedingungen weiter verbessern und so auch weiterhin am Puls der Zeit bleiben.
Wenn Sie, meine Damen und Herren, zu den sogenannten Altanschließern gehören, wissen Sie es sicher schon. Aufgrund von Entscheidungen des Verwaltungsgerichtes Cottbus und des Bundesverfassungsgerichtes hat sich die bisherige Situation erheblich geändert. Einer endgültigen Lösung des Problems steht aber ein Beschluss der Cottbuser Stadtverordneten entgegen. Damit Politiker und Bürger das Thema klären können, findet am kommenden Dienstag, den 4. Juni um 17 Uhr, eine Podiumsdiskussion statt. Der Initiator, der Haus- und Eigentümerverein Cottbus, hat dazu die politischen Entscheidungsträger der Stadt eingeladen. Und wenn auch Sie betroffen sind, sollten Sie hingehen. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Und damit zu unserem letzten Filmbeitrag. Morgen ist Internationaler Kindertag. Und woran haben die Kleinen am meisten Freude? An kleinen Tierkindern. Der Frühling lässt nicht nur die Blumen wachsen, sondern auch in der Tierwelt tut sich in dieser Jahreszeit einiges. Da macht auch der Cottbuser Tierpark keine Ausnahme. Und wer aufmerksam durch die Anlage schlendert, findet überall kleine Jungtiere. Nachwuchs gibt es unter anderem bei den Lamas, den Elenantilopen sowie im gesamten Streichelzoo. Auch die Bennett-Kängurus hüpfen mit 4 Jungtieren durchs Gehege. Ab und zu im hohen Gras verkrümeln die sich beim derzeitigen Wetter auch schon mal zurück in den Beutel. Besser haben es da die Kaiser-Schnurrbart-Tamarine, die dürfen schön im warmen Tapirhaus sitzen. Auch bei ihnen hat sich Nachwuchs eingestellt, der momentan bei Papa Franz auf dem Rücken mitfährt. Mutter Lissy und die andere Affenbadende genießen derweil das ein oder andere Mehlwürmchen. Klingt ungerecht, ist es aber nicht. Die südamerikanischen Krallenaffen leben in Familienverbänden, bestehend aus einem züchtenden Paar und deren Nachkommen. Die älteren Geschwister vermehren sich zwar nicht, tragen aber die neugeborenen Geschwister herum und pflegen sie. Nicht weniger lebhaft geht es auch bei den Katas zu. Die Halbaffen aus Madagaskar haben gleich 4 gesunde Jungtiere zur Welt gebracht. Sehr zur Freude von Pflegern und Besuchern toben die Kleinen schon vergnügt mit ihren Artgenossen durchs Gehege. Auch persönliche Fütterungen sind bei den Katas nach Absprache möglich. Und wem die Fernsehbilder jetzt nicht reichen oder wer sich die Kleinen mal in echt anschauen will, der ist herzlich eingeladen. Denn am Samstag, den 1. Juni, ist großer Kinder- und Familientag im Cottbuser Tierpark. Unter dem Motto Haltet eure Kinder fest, gibt's morgen auch wieder ein Piccolo-Fest. Und zwar auf dem Erich-Kästner-Platz. Und wer Lust hat, ein schönes, altmodisches Kinderfest ohne nervtötende Disco-Beschallung zu erleben, ist ab 15 Uhr mit Kind und Kegel dort genau richtig. Bei Regen findet das Kinderfest im Foyer des Theaters statt. Und auch der letzte Tipp ist einigermaßen regensicher. Ab 10 Uhr ist der Clown Beppo in der Spreegalerie zu Gast. Der sorgt wie immer für Zauberei und Spaß. Um 17 Uhr tritt dann noch die Kindertanzgruppe des ICC auf. Machen Sie also was aus dem Kindertag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflok-Club e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Richtig, wichtig, lebenswichtig. Organspende schenkt Leben. Wir laden Sie ein zum Tag der Organspende am 8. Juni von 12 bis 15 Uhr ins Blechencarré Cottbus. Informieren Sie sich zum neuen Transplantationsgesetz. Mit musikalischem Rahmenprogramm, dabei die Singakademie Cottbus, Revianki die Holzpantoffeln, die Percussion und Conswing Voices des Konservatoriums Cottbus sowie der Jazz Dance Club 99. Samstag, den 8. Juni, der Tag der Organspende im Blechencarré. Richtig, wichtig, lebenswichtig. Unternehmer starten durch mit der Entwicklungsgesellschaft Cottbus. Wir unterstützen und beraten bei Ansiedlung, bei Existenzgründung, bei Expansion
zu Fördermitteln, bei der Immobiliensuche und bei Ihrer Unternehmensentwicklung. Worauf warten Sie noch? Die EGC ist Ihr Partner. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Cottbus. Das Wetter präsentiert Ihnen die Lagune, das Sport- und Freizeitbad in Cottbus. Es war schon recht ordentlich, was in den letzten 24 Stunden in Cottbus an Regen so runterkam. Und es ist auch nicht vorbei, auch wenn es heute zumindest phasenweise so aussah. In der kommenden Nacht muss trotz wechselnder Bewölkung immer noch mit Schauern gerechnet werden. Auch Nebel ist möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Leider sind auch für das Wochenende keine Änderungen in Sicht. Am Samstag ziehen erneut dicke Wolken in die Lausitz. Mit Werten zwischen 19 und 22 Grad bleibt es immerhin recht warm. Der Blick auf den Sonntag, regnerisch und etwas kühler. Das Wetter präsentierte Ihnen die Lagune. Alle Angebote finden Sie unter lagune-cottbus.de.